Hallo, lieber Kaderclub-Freunde. In der letzten Zeit haben wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und vielen Algorithmen. Zum Beispiel hatte ich euch eine Webseite vorgestellt, die ja Gesichter scharf zeichnen kann auf alten Fotos. Erstaunliche Ergebnisse hat man damit erzielt. Heute zeige ich euch eine App, die mit künstlicher Intelligenz Bilder einfärbt. Und damit ist der Freizeitspaß für den verregneten Herbst und den kalten Winter schon gerettet. Ja, ihr könnt nämlich jetzt in alten Fotos rumkramen und die alle mal aufpeppen. Und ich verspreche euch, die Ergebnisse sind phänomenal. Wir schauen uns das mal an. Ich gehe hier mal in den Finder. Ich habe hier ein altes Schulbild von mir. Ja, da werde ich gerade eingeschult. Und mit dieser Webseite, die die Gesichter scharf zeichnet, habe ich das vorher gemacht. Schaut mal, mein Gesicht ist ganz klar und ganz deutlich zu sehen. Was wirklich so war, weiß ich jetzt nicht. Aber der Algorithmus hat es schon so interpretiert und toll gemacht. Und hier irgend von einem Schulkameraden, den ich gar nicht mehr kenne, auch. Hier auch noch. Nur dieses seitliche Gesicht, das hat er nicht erkannt. Das hat er so gelassen, wie es war. Da seht ihr mal, wie schlecht die Qualität war und wie schön das jetzt geworden ist. Aber das kennen wir ja schon. Wir wollen das ja jetzt bunt machen. Also, wir nehmen dieses Bild und schieben es auf diese Webseite hier rein. Und jetzt wird es hochgeladen. Ihr seht das hier an dieser Wasserstandsanzeige. Und dann wird eine der Farbpaletten hier drauf gerechnet. Er fängt immer mit dieser Base-Palette an und ihr könnt hier euch durchklicken. Hier gibt es jede Menge Farbmodelle, wirklich eine Menge. Und dann könnt ihr gucken, was am besten passt. Ich finde, Base war immer das Beste. Schaut mal, ich muss aufpassen, dass ich mit der Maus nicht aufs Bild fahre, weil es dann so ein bisschen abgedunkelt wird. Aber schaut mal hier, Schultüte, so richtig in so einem Metallic-Look. Ob das wirklich so war. Und mein Shirt, ja, tatsächlich so ein blau-schwarz gestreiftes, ja, wobei der Algorithmus unter meinem Arm sich nicht so ganz sicher war. Da scheint es auch ein bisschen ins Lila zu gehen. Also so einen Verlauf hat es garantiert nicht gehabt. Aber egal, ist schon toll, wie die Bilder hier rüberkommen. Ich habe zum Beispiel hinten bei meinem Schulkameraden hier gar nicht gesehen im Schwarz-Weiß-Bild, dass da irgendwie so ein Fuchs drauf ist oder irgend sowas. Also ganz lustig. Man entdeckt so viele Details plötzlich wieder. Ja, also es ist echt erstaunlich. Ja, guck mal, der hier hält ja irgendwie so ein Teddybär da hinten in der Hand. Mal aufpassen, dass ihr mit der Maus jetzt nicht zu lange da drauf bleibt. Wenn ihr es speichern wollt, klickt ihr hier auf Save und dann ist es anschließend im Download-Ordner gespeichert. Ihr könnt auch hier mal so andere Farbmodelle ausprobieren. Klickt ihr einfach drauf, dann dauert es einen Moment. Jetzt werden die Farben anders interpretiert und das Ergebnis ist dann wirklich immer ein anderes, manchmal auch sehr kitschig. Ah, das hier ist jetzt so ein bisschen gelblich. Naja, gut, aber schaut mal, wie ihr es findet. Ja, hier zum Beispiel Warm Glow können wir auch nochmal nehmen. Nicht so toll. Ja, aber ihr merkt, Base Palette ist eigentlich das Genialste. Und jetzt machen wir noch was. Jetzt holen wir noch ein Bild rüber. Schaut mal hier, diese zwei Damen. Die stehen hier ja, auf einer Straße, irgendwo im Sonnenlicht. Es gibt nämlich hier auch so einen Schatten. Und dieses Bild, das schieben wir jetzt mal rüber in die Anwendung und lassen auch das berechnen. Dauert auch einen Moment, bis es hochgeladen wird. Und achtet mal auf das linke Kleid. Das hat ja ganz viele Blumen und ist ganz, ja, wahrscheinlich bunt. Und das rechte hat ja gar keine Muster. Und wir gucken jetzt gleich mal, wie der Algorithmus daraus was Farbliches interpretiert und mich hat es wirklich geflasht. Gerade weil das linke Kleid jetzt ja wirklich für die große Überraschung sorgt. Da hat er nicht einfach irgendeine Farbe drüber gerechnet, so ein Gelb oder so ein Blau oder irgendwas, was man meinen könnte, was er gleich beim rechten Bild durchaus macht, sondern er hat gesehen, da ist ein Muster drauf. Schaut mal, es dauert auch was länger, weil er da ein bisschen rumrechnen muss. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, das Bild. Aber guckt das Ergebnis euch an. Ein tatsächlich kunterbuntes Blumenkleid und nicht einfach wild gefärbt, sondern tatsächlich. Ja, man könnte glauben, das sah so aus. Wahrscheinlich war es vielleicht auch so. Ich kann es nicht überprüfen, weiß es nicht. Und auch die rechte Seite ist eben nicht in diesem bunten Muster eingefärbt, sondern ja, als grün interpretiert worden, mit tollen Verläufen, auch was Licht angeht. Und die Schuhe, schaut ihr euch mal an, ja, paarweise eingefärbt. Ja, nicht einfach beide Schuhe rot oder so, sondern wirklich der eine rot, der eine ein bisschen dunkler, schwarz oder braun, was das hier ist. Also irre, ja. Und der Hintergrund auch, die Mauerstruktur richtig. Der Algorithmus arbeitet natürlich aufgrund der Informationen, die in den Helligkeitswerten noch drinstecken. Aber die muss man ja aus diesen JPEG-Bildern erstmal sauber rausrechnen, die ja auch teilweise in einer schlechten Qualität vorliegen. Aber die Ergebnisse sind phänomenal, wie ich finde. Und es macht wirklich Riesenspaß, diese alten Fotos aufzupeppen und sich dann nochmal anzugucken. Die erzählen ganz neue Geschichten. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren dieser schönen Seite, die ich hier gefunden habe. Und ja, koloriert mal eure alten Fotos ein. Ihr werdet wirklich einen Riesenspaß haben. Falls euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf Gefällt mir. Ihr könnt den Kanal auch gerne abonnieren. Vergesst dann aber nicht, das Glöckchen einzuschalten, denn dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ich neue spannende Seiten vorstelle. Also weiterhin viel Spaß im Arcada Club.